So, ein erneutes Willkommen bei Dragon Ball Z Kakarot. Moa. So, da sind wir auch schon. Da sind Piccolo und Son Gohan. Hallo Papa, willkommen zurück. Hey Kumpel, tut mir leid, dass ich so spät komme, zu spät komme. Wie ich sehe, nimmt Piccolo dich ganz schön ran. Ja, Mr. Piccolo ist ganz schön streng. Ich weiß, freut mich, das zu hören. Achso, ich will mit Piccolo reden. Du bist spät dran. Was hast du gemacht? Tut mir leid, gab ein paar Hindernisse. Aber ich habe ganz schön gut trainiert. Ich habe gegen Tenshin Han gekämpft. Das habe ich mir schon gedacht. Zum Glück waren wir so frei, schon mal ohne dich anzufangen. Tut mir leid. Der Stadt erzählt man sich, dass man östlicher Fluchtbereich wertvolle Mineralien finden kann. Okay. Wie läuft das Training, Son Goku? Wir sollten verschwinden. Möchtest du mit der Story fortfahren? Du wirst die Dragon Balls dann nicht mehr sammeln können. Ja, ist in Ordnung. Wir haben uns sehr gut vorbereitet und dürften bald erfahren, ob unser Training ausreichend war, um die Cyborgs zu erledigen. Ist gut. Drei Jahre waren vergangen und der schicksalshafte 12. Mai war gekommen. Gohan-chan, Goku-san, Piccolo-san, kiitsukete na? Also seid vorsichtig da draußen, ihr drei. Wollt ihr wirklich nichts zu essen mitnehmen? Nein. Alles gut, Mama. Danke. Tut mir leid, Chichi. Okay, wir gehen dann mal. Ja, ist wahrscheinlich nichts. Oh doch, es ist was. Dein Herz. Drei Jahre sind seit dem Trunks-Besuch vergangen. Son Goku und seine Freunde haben ihr Training abgeschlossen und sie treffen sich mit den anderen. Auf dem Weg hat Son Goku ein komisches Gefühl in der Brust. Don't you breaking my heart. Son Goku, どうだ? Hey Son Goku, sag mir die Wahrheit. Dieser Cyborgs. Glaubst du, wir haben eine Chance gegen sie? Das kann ich wirklich nicht sagen. Das weiß ich erst, wenn wir gegen sie kämpfen. Der Schicksalstag. Jetzt hatten wir Piccolo und Son Gohan lange nicht mehr im Team. Bin in einen Strudel geflogen. Das ist aber ein ziemlich langer. Danke fürs Mitnehmen. Ich wollte nämlich eigentlich mal gucken, ob ich den
anderen Charakteren nochmal was beibringen kann. Ah, ich habe mir die Enzyklopädie geguckt, das wollte ich nicht. Da war ich zu schnell. Gut. Das sind wir. Wir halt Son Goku. Son Gohan-san. Nein, wir sind good to go. Piccolo. Er hat auch soweit alles, was er kann. Okay, was haben wir denn bei denen noch ausgerüstet? Ja, das ist auch in Ordnung soweit. Wissen ist auch in Ordnung. Piccolo. Auch alles super. Okay, auch alles soweit klar. Nice. Da würde ich auch noch vorschlagen, wir essen was, um uns ein bisschen mit Buffs zu versorgen. Die Vitamin-Drinks und Heillimonade, die ordne ich auch mal zu. Dann nehmen wir mal 2% Nahkampfangriff. 50 TP. So, was können wir denn noch uns reinziehen? Nahkampfabwehr. 500 TP. Da würde ich essen. So, das hier auch. Pasta mit Meeresfrüchten. Oh, lecker. Okay, das reicht erstmal. Und so versammelten sich die Krieger zu einer entsprechenden Zeit am von Trunks genannten Ort. Bulma, die die Cyborgs unbedingt sehen, selbst sehen wollte, begrüßt sie. Doch sie war nicht allein, sie hatte einen kleinen Jungen dabei. Der Junge war Trunks, ihr Kind von Vegeta. Alle außer Son Goku waren überrascht, ihn zu sehen. Das bevorstehende Auftauchen des Cyborgs holte sie jedoch schnell wieder zurück auf den Boden der Tatsache. Während Son Goku und die anderen warteten, brach in der Stadt plötzlich Feuer aus. Oh nein! Was? Was geht hier vor? Eine Explosion in der Stadt. Sind das die Cyborgs? Möglich, aber von hier kann man das unmöglich sagen. Hey, was ist los? Ich konnte ihre Kraft überhaupt nicht spüren. Das ist es. Wir sind Cyborgs. Was bedeutet, dass wir ihre Energie nicht spüren können? Du machst Witze, oder? Doko da? Könnten sie sein? Wenn wir sie nicht spüren können, müssen wir einfach nach ihnen suchen. In Ordnung, Leute. Teilt euch auf. Wenn ihr sie entdeckt, sagt den anderen Bescheid. Sagt sie den anderen. Verstanden? So, Gohan, du hilfst den Leuten, die von der Explosion betroffen sind, okay? Okay.
Auf geht's. Aufregend. Hier gibt's jede Menge Kokosnüsse. Oh, geil. Tut mir leid, aber ich habe die Cyborgs noch nicht gefunden. Ich auch nicht. Es muss einen Ort geben, an dem wir nicht gedacht haben. Und gucken wir mal, was die anderen noch wissen. Was gefunden, Piccolo? Überhaupt nichts. Es gibt nirgendwo eine Spur von ihnen. Okay, sei auf der Hut. Krillin, wie läuft es bei dir? Nicht gut, Son Goku. Keine Cyborgs hier. Verstanden. Wenn du einen von ihnen findest, sag uns Bescheid, okay? Boah, gerade ist die Energie bei jemand stark abgesunken. Bei Yamchu? Komisch, wie seid ihr darauf gekommen, dass ihr Cyborgs sind? Und ihr wusstet auch noch, wo wir sind? Wie kommt das? Ihr wollt uns zum Reden bringen? Dann könnt ihr es ja gerne versuchen. Also gut. Moment, nicht hier. Gehen wir irgendwo hin, wo keine Leute sind. Das ist doch in Ordnung für euch, oder? Ein menschenleerer Ort? Gut. Du darfst dir aussuchen, wo du stirbst. Son Goku. Woher kennst du Son Gokus Namen? Wir kennen euch alle. Du bist Piccolo. Du bist Tenshin Han, oder? Darüber können wir uns später unterhalten. Auf geht's! Entlegene südliche Inselbereich wurde freigeschaltet. Ah, Papaya-Stadt. Geil. So, hierhin. Yeah.
お前がまさか俺たちの名前まで知られているとはな。 Oh, ein kleiner Vorkampf. Gerne doch. Das ist weit genug, Son Goku. Jetzt wird es enden. Hier kämpfen wir. Du hast kein Recht mehr, den Ort zu bestimmen. Also, bevor wir kämpfen, sag uns eine Sache. Woher? Sag uns, woher du weißt, wer wir sind. Nun gut, ich sage es euch. Son Goku, ich beobachte dich schon seit einiger Zeit mit einem winzigen Spionage-Roboter. Beim Weltturnier, bei deinen Kämpfen mit Piccolo und Vegeta. Ich habe meine Forschung noch lange weitergeführt, nachdem du die Red Ribbon Army vernichtet hast. Damit ich eines Tages Zeuge deiner Niederlage werde. Du willst dich an mir rächen, was? Ja, deinetwegen ging der Traum der Red Ribbon Army von der Weltherrschaft niemals in Erfüllung. Dr. Nur Dr. Gero blieb übrig. Du redest fast so, als wärst du selbst Dr. Gero. Sei nicht albern. Ich bin seine Schöpfung, ich bin C20. Dr. Gero ist nicht mehr am Leben. Na gut, hast du meinen Kampf auf Namek beobachtet? Hm? Wir hatten keine Langeweile. Wir konnten nach deinem Kampf gegen Vegeta problemlos deine Stärke bestimmen. Ihr sitzt ziemlich in der Patsche. Denn ihr habt den besten Teil verpasst. Was? Ob es dir nun klar war oder nicht? Du hast dir gerade dein eigenes Grab geschaufelt. Du weißt nichts von den Super Saiyajin. Aha, beeindruckend, aber kein Grund zur Sorge. C19 dürfte mehr als ausreichend sein, um dich zu besiegen. Ach ja.
Dann mal los. Null Problemo. Son Goku wa naze ka shoubu wo asette iru. Sude ni zenryoku ni chikai tobashikata da. Sore nano ni ano zama wa nan da? Son, Kikouha no tagui wa utsu da. Koitsu ra te kara ki wo sui toru zo. Ki wo sui toru? Jōdan ja nei ze. Oi. Son no yasu yōsu ga hen da zo. Masaka mirai kara kita yatsu no itte ita 心臓病が発症したのか? なんだって? もう薬で治したんじゃなかったのか? 俺やご飯と一緒に修行していた時は まだ発症していなかったはずだ くそ! まさかこんな最悪のタイミングで発症するとは苦しい… どうしちまったんだ? 俺の体… カカロットを倒すのはこの俺の役だ。 貴様らガラクタ人形の出る幕じゃねえ。 ベジータ! さっきはあっちの方ですごい気を感じたけど 今は弱まってる。 戦い終わったのかな? ご飯! クリリンさん! イヤムチャさん! お二人ともどうしたんですか? 俺が人造人間にやられてクリリンに先頭で助けてもらったんだ。残りの先頭も持ってきた。早く悟空たちと合流しよう。あそこだ。お父さん。悟空。どうやら未来から来たやつが言っていた。心臓病を発症したらしい。 誰かこいつを家に連れて行って、あの時受け取った薬を飲ませてこい。俺が連れて行こう。情けないが、俺が一番役に立ちそうにないからな。
貴様の相手はこの俺だ。20号、どうか私にベジータを始末させてください。まあよかろう。その代わり残りの4人は私がいただくぞ。貴様らは噂ほどとんでもない玉じゃなさそうだ。そうかな。貴様の戦闘データはすでに知り尽くしているのだぞ。計算だけでわかるもんじゃない。俺たちサイヤ人はな、知りたいもんだ。人造人間でも恐怖に怯えるのかどうか。ベジータさんもスーパーサイヤ人に。俺はただひたすら強くなることを願い、特訓を繰り返した。そしてある時、俺は自分の限界に気づいた。その自分への怒りで突然目覚めたんだ、スーパーサイヤ人がな。何に変化したところで、所詮我々人造人間にはかなうものではない。奴の薄ら笑いをすぐに凍りつかせてやる。Dieser arrogante Grinsen wird schon bald purem Schrecken weichen. Transformation Super Saiyajin ist jetzt für Vegeta verfügbar. Ah, Super Saiyajin Vegeto. Oh boy. Aber ich würde sagen, mit Vegeta schlagen wir uns in der nächsten Folge gegen die Cyborgs. Ich danke euch schon mal sehr fürs Zusehen und hoffe, euch gefällt diese Folge. Falls nicht, schreibt es gerne in die Kommentare. Falls doch, könnt ihr es auch gerne tun. Und dann bis zum nächsten Mal bei Dragon Ball Z Kakarot. Bis dann.